Ja, ist das nicht eine schöne Aussicht, schöner Strand, schönes Meer? Da will man doch mal schön Urlaub machen. Moin Moin und ein herzliches Willkommen zurück zu The Last of Us 2. Ja, der letzte Part ist ganz schön abgegangen. Wir haben erfahren mit Abby zusammen und dem kleinen Lev, dass es die Fireflies noch gibt und dass die sich neu formieren. Und dann wurden wir von irgendwelchen Leuten gekidnappt. Wo ich keine Ahnung habe, wer das sein könnte. Und ja, jetzt sind wir hier mit Ellie unterwegs und wollen natürlich unsere Rache natürlich weiterhin. Und ja, wir haben Dina verlassen und auch den Kleinen, aber naja. Ellie ist halt ein Dickkopf, was soll man dazu sagen? Folge einfach mal meinem Instinkt. Das war hier früher mal wahrscheinlich so eine Promenade oder so, wo man runterlaufen konnte. Ist ja fast wie auf Sylt. Aber dass die Infizierten uns im letzten Part nicht im letzten Part gehört haben, wo wir überfallen wurden. Aber gut. Ah, hier geht's lang. Okay. Ja, ich wollte es gerade sagen, ein Bloater. Was jetzt noch fehlen würde, wäre ein Bloater. Stirbt. Vielleicht sollte ich doch ein bisschen vorsichtiger sein. Darf mich nicht verunsichern lassen. Ich muss wahrscheinlich da ins Haus, oder? Oh, ich habe auch noch Rohrbomben. Wahnsinn.
Es hört sich voll an, als wenn es hinter mir wäre. Ja, nicht, dass es fliegende Zombies jetzt schon gibt. Seht mal hier. Na komm her. Stirb doch endlich. Ja gut, wir sind sowieso immun, aber trotzdem, ne? Und wie kommen die Zombies hier überhaupt auf die Dächer? Das ist die andere Frage. Da hinten müsste Santa Barbara sein. Ich weiß nicht, ob ich ihn ignorieren soll. Ich ignoriere den einfach mal. Mich doch zumindest ein bisschen umsehen wollen. Ich weiß nicht was. Also ich weiß, dass es nicht mehr viel ist, aber wenn jetzt ein Bloater oder so kommt, dann kann meine Munition ganz mal schnell den Bach runtergehen. Okay, da könnten wir theoretisch auch weiter, aber... Hallo, ist hier jemand? Ich höre einen Bloater. Da ist ein Bloater. Oder ein Champ. Das ist ein Bloater. Das ist ein Bloater. Oder sind das Shamblers? Oh, Leute. Nein, es sind Shamblers! Auf Wiedersehen! Ah, verdammt. Da habe ich ihm einen Header gegeben. Hat mir niemand gesagt, dass ich hier rausrennen kann? Ach komm, leckt mich doch. Ich muss mich einmal nur kurz heilen. Oha, sind das zwei?
So, jetzt warten wir ein bisschen ab, bis das Gas weg ist. Oh Gott. Nee, aber zwei Shamblers waren das. Oh Gott. Ich hasse diese Viecher. Hat er wenigstens was gedroppt? Na, komm raus. Oha. Das war in den Kopf. Das sollte es gewesen sein. Jetzt kann ich mich hier in Ruhe umsehen. Oh, Leute. Die ich wahrscheinlich noch nicht mal bekämpfen müssen. Aber hier gibt es wieder gut Munition. Zumindest ein bisschen. Wo soll ich wissen, dass hier auf einmal zwei Shamblers lauern? Das kannst du doch nicht vorhersehen, ne? Was haben wir denn hier? Mom, ich werde mit den Rattlern reden. Tut mir leid, dass ich es dir so sage, aber ich wollte nicht, dass du mich aufhältst. Wir verhungern. Wir können hier nicht weg, wenn es dir und Abuela so schlecht geht. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie uns finden. Wenn ich ihnen beitreten kann, wären wir alle geschützt. Ich weiß, dass es gefährlich ist, aber ich liebe euch und ich werde alles Nötige tun, um euch beide zu schützen. Arnie. Ja, sehr mutig auf jeden Fall von dir, Bro. Gibt es hier noch irgendetwas? Ja, hier. Leider nicht. Lohnt es sich, was herzustellen? Dreiundvierzig. Kommt mal schauen, wie viel wir haben. 63. So, was können wir hier verbessern? 50. Nachladegeschwindigkeit. Na komm, geh. So, zack. Aber wo geht's weiter? Oh nein, ernsthaft, ich hätte ja. Ich hätte mich noch nicht mal mit dem prügeln müssen. Geht unser Tagebuch doch noch weiter. Ich hoffe, ich gehe jetzt hier richtig. Ich weiß es aber nicht. Sieht ein bisschen hoch aus. Das heißt, wir müssen außenrum so ein bisschen gehen.
Och. Ich habe auf euch so gar keinen Bock, wisst ihr das? Ja, hier hoch kommen sie so oder so nicht, aber wo komme ich runter? Dann laufe ich an denen einfach vorbei. Guck mal, geht mal dahin. Lauf, Ellie! Oh. Ah! Es ist mit Absicht so gemacht, ne? Und jetzt? Ja, wenigstens kriegen. Obwohl, die Infizierten würden uns kriegen. Ich würde versuchen, hochzuklettern. Was, wir leben noch? Viel Zeit darf aber nicht vergangen sein. Siehst du, wir haben was. Irgendwelche Hunter. Sieht aber echt übel aus. Glück überlebt sie einen Monat. Wer ist für heute nicht? Gut sein lassen. Ja, hol das Ding runter und erneuert. Im Ernst, Mann? Lohnt sich für Sie der Weg überhaupt zurück? Ist ja... Hat sich erwischt? Nein, alles gut. Alles gut. Was gibt's da zu lachen? Du hast dir in die Hose gemacht. Was hast du gesagt? Was für ein Schisser. Du lachst gerne, was? Steh auf. Hey, komm schon. Steh auf. Das muss nicht sein, Mann. Sie ist total am Arsch. Los. Findest du komisch, hä? Das ist lustig. Ah, das war's mit dem Knie. Das war's mit dem Knie. Wir brauchen trotzdem ärztliche Versorgung. Du sagtest Abby. Du suchst dann Abby, oder? Wir haben vor ein paar Monaten eine geschnappt. Als ob. Sie ist groß. Blond. Hat Arme wie ich. Sie hat ihren Jungen dabei. Mit Narben am Mund. Ja. Ja, das ist sie. Aber wir haben doch voll ins Knie geschossen. Und ich sag dir, das würde ich nicht machen. Bevor die Infektion sich ausbreitet. Rede. Sie steckt in einer Zelle, in unserem Lager. Was ist das? Du wirst da, bis zu den Schienen. Dann kommst du zu einem Ressort. Wir halten sie in einem großen, runden Haus. Ich schwör's. Noch nicht mal in den Kopf geschossen, sondern direkt hier in den Hals, oder? Aber wir haben zu viel Blut verloren. Wir müssten theoretisch gesehen Pause machen. Und uns ein paar Tage ausruhen. Großes Kaliber. Großes Wundershaus.
Ah, wir haben uns selber genäht wieder, okay. Ja, kein Wunder. Kein Wunder, warum Ellie immer so dünn ist, ne? Also wie so ein Zahnstocher, in Anführungszeichen, ne? Wenn sie immer so viel Blut verliert. Was für Streuner? Ich bin kein Streuner. Das ist... Ah, da ist schon ein Schalldämpfer dran, oder was? Oh nein, nicht Hunde. Nicht Hunde! Ich mag ja Hunde und so, aber... Ja, komm! Was will Ellie denn doch selbst machen? So, jetzt gucken wir mal im Haus noch, oder? LKW ist bestimmt auch was. Im LKW, hier im Zug. Ja. So, was haben wir hier? Ja, Ellie, wir wissen, dass du ein Feuerteufel bist. Hier könnten auch Infizierte sein. Aber eigentlich nicht, weil das ja deren Außenstützpunkt oder so ist. Ich weiß es nicht. Jetzt können wir uns aber einen Molotow wiederherstellen, einmal. Dankeschön. Hier ist noch was. Jo, die nehme ich gerne mit. Hier ist ja auch noch full. Oh, episch. Ein geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul, sagt man doch immer, ne? Ist aber auch schon voll alter Spruch. Ich weiß gar nicht, ob das heutzutage noch angebracht ist.
angegriffen. Das kam aus dieser Richtung. Freunde! Scheiße! Bei dem Auto! Oh nö, nicht schon wieder. Oh. Aber wie viele das wieder sind? Oha. Was? Der lebt noch? Der hat einfach mal so eine Schrot ausgehalten. Alles klar. Ach. Ja gut, wir sind noch unentdeckt. Aber habe ich die Sachen alle jetzt noch? Ja, das sieht ganz... Sieht ganz gut aus. Vielleicht können wir uns auch an denen vorbeischleichen. Weil eigentlich stehen die ja noch Wache. Ja. Was ist denn der nächste? Da vorne. Eigentlich will ich dazu näher rangehen, aber... Wie viele Vorräte hier sind. Wahnsinn. Ich habe Angst, dass die irgendwie Hunde oder so hier wieder haben. Ne? Dann komm rüber da. Hat noch nicht mal Munition gehabt. Das zum Thema Hunde. Was für Streunerin? Wow! Wie weit die sich reintrauen. Nein.
erstmal Deckung so, aber das. Das sind doch noch voll viele. Waren das alle? Ja. Jo, das scheinen alle gewesen zu sein. Hier gibt es noch Munition und vielleicht sollten wir auch mal nachladen. Zack, nachladen und Key. Hier beim Jagdgewehr können wir auch mal nachladen. Und hier auch einmal nachladen. Nachladen hat ganz schön... Ja, sollte man doch machen, seine Waffe laden. Und... Ja, dann würde ich sagen, wir setzen hier einfach mal eine Karte. Ich danke euch fürs Reinschalten. Ihr könnt gerne ein Abo und ein Kommentar da lassen. Wir sehen uns im nächsten Part von The Last of Us 2 wieder. Bis dann.